Das ist jetzt die vierte Saison, wo wir mit Futsal Minerva zusammenarbeiten. Wir haben das vor 4 Jahren aufgeleistet, eigentlich dann zumal schon mit dem Pedro Santos, der jetzt immer noch dabei ist. Und haben jetzt gerade vor 2 Wochen eigentlich die Zusammenarbeit können verlängern und freuen uns da mit einem kompetenten Partner weiterhin in diesem Bereich zusammenzuarbeiten. Ja, wir sind der Überzeugung, dass Futsal die Essenz ist vom Fußball. Es ist alles ein bisschen kleiner, der Raum ist kleiner, man muss schneller handeln, schneller Entscheidungen treffen. Und dort sind wir einfach der Auffassung, dass wir den Junioren etwas können, ermöglichen können, was sie sonst halt draussen auf dem grossen Feld nicht haben. Ja, also wir versuchen im Winter eben die Hauentrainings einmal pro Woche anzubieten. Es sind vor allem U12 oder FE12, FE13 Spieler, die hier einmal pro Woche trainieren können. Es fängt im November an und hört eigentlich Ende März wieder auf. Die Trainings finden nachher mit dem Pedro Santos statt. Das ist eben der Trainer der ersten Mannschaft von Minerva. Und inhaltlich geht es nicht unbedingt um Technik. Man hat immer so das Gefühl, Futsal, da geht es um Technik. Die ist vielleicht nicht ganz gleich wie im Fußball. Er tut vor allem eben in so kleinen Spielformen die Entscheidungskompetenz der Spieler fördern. Und er bringt da wirklich auch unseren Trainer, glaube ich, ganz neue Übungen mit, wo man vielleicht noch teilweise auf dem Rasen kann umsetzen. Essentially, it's if we think in football and in futsal in the progression of the sport, we understand clearly that the players have less space to play. They have to play fast, also outside, and then futsal give that to them all the time. When we think in quadrat meter per player in outside, we have around 200 something, and inside we have 80 per player. That means that they will touch much more times on the ball. That means that they will have to decide much more times with ball and without ball. And of course, then they will progress also faster in the small spaces, in decisions essentially. Ja, es ist nicht nur mehr in der Schweizer Premiere, es ist auch international sehr selten, dass es so Zusammenarbeiten gibt zwischen Profi-Fußballvereinen und Futsalvereinen. Das ist eine Seltenheit. Also ich kenne keine andere Konstellation, wo das so ist. Es gibt bei Barcelona und bei Sporting und beim Benfica beispielsweise haben sie den Futsalaspekt im Verein, im Fußball selber schon in der Juniorausbildung integriert. Aber so eine Zusammenarbeit kenne ich in dem Sinn nicht. Und die Zusammenarbeit kann natürlich auch in Zukunft als ein Modell angeschaut werden und ein Beispiel sein für andere Vereine, nicht nur in der Schweiz, sondern auch europäisch. Und aus dem heraus hoffen wir, dass für die Futsalbewegung noch mehr Drive kann entstehen. Ja. Ja, der Kids Facts, glaube ich, extrem. Ich denke, das ist eben genau die Abwechslung, die es auch ein bisschen ausmacht. Wir versuchen im Sommer ein bisschen weg auf dem Kunstrasen, einmal pro Woche auf Naturrasen. Das ist natürlich im Winter nicht möglich. Da haben wir jetzt eben die Möglichkeit mit den Hauen. Nachher, ja, teilweise ist es schön, ein bisschen an der Wärme zu sein. Jetzt in diesem Winter nicht unbedingt notwendig. Und dann merkt man vielleicht schon, so Ende März, dort würden sie lieber wieder rausgehen. Und darum finden wir auch gerade den Zeitraum einfach während dem Winter optimal. Aber Trainingsinhalte, die machen eine Freude, oder? Sie werden gefordert, im Kopf aber vor allem auch. Und der Pedro hat auch einen super Zugang, hat eine pädagogische Ausbildung abgeschlossen in Portugal. Und das merkt man, oder? Dass er die Kinder wirklich für sich gewinnen kann. For me, I'm sure it's just a matter of time to collect the fruits of our work inside in reduced spaces. Because when we think in Portuguese players, Spanish players, Brazilian players, Argentinian players, we realize it immediately that the most part of them start to play in small spaces inside, in futsal. And it's just a matter of time that IB will collect the fruits of this work that we are doing.